Hallo und herzlich willkommen zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Gleich weiter, dieses Mal zwar noch nicht mit dem Phoenix Enforcer Deck, weil das Phoenix Enforcer Deck wird das nächste Mal ausprobiert. Also ich spiele jetzt noch mit dem alten Deck, weil ich habe das Phoenix Enforcer Deck noch gar nicht fertig zusammengebaut, weil ich ja noch gar nicht genau weiß, wie ich die Combo aufbaue vom Phoenix Enforcer Deck. So, jetzt habe ich einen Wolf auf der Starter und das ist natürlich nicht gut. Aber ja. Wie gesagt, im Bronze Tier ist es noch relativ chillig. Warte. Warte, Überläufer ist legal im TCG. Ist jetzt die Banlist vom Master Duel gleich wie die Banlist vom TCG? Das weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt. Das ist jetzt etwas, was ich nicht weiß. Ja, wie gesagt, Uploadpause war recht lang. Warum? Ich bin eigentlich hauptsächlich wieder in einem YouTube-Addiction-Loch versunken. Also als Konsument, nicht als Creator. Aha, Special irgendwas, okay. Ja, ich habe mir alles mögliche an Zeug angeschaut, also. It is what it is, man. Und ich habe einen Typen gefunden, der scheinbar irgendwie. Es gibt einen Account, der 1,9 Millionen Videos hochgeladen hat. Komplett crazy. Der ladet irgendwie hunderte Videos am Tag hoch. Und der macht es automatisiert. Verstehst? Also der schreibt halt ein Skript oder was. Und mit diesem Skript tut er dann halt irgendwie, keine Ahnung, das ist total weird, hey, aber 1,9 Millionen Videos, das ist krank. Also der Mann hat irgendwie gefühlt 1-2% von allen Videos auf YouTube gehen auf dem seine Kappe. Komplett gestört. Gerümpelraser. Gerümpelraser, was macht der? Kann ich den aus meinem Deck setzen jetzt oder was? Ah, beziehungsweise von meinem Friedhof setzen. That's the question, man. Was kann der eigentlich? Du kannst so viele Synchro-Monster speziell schon von deinem Deck beschwören. Aha, also der geht jetzt auf irgendeinen Quasar Dragon oder so wahrscheinlich. Schätze ich ja mal, dass das jetzt sein Ziel sein wird. Er geht auf Starter String. Ja, er geht auf irgendeines von diesen Synchro. Na, warte, er geht auf was ganz anderes. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie ich das Viech wegbringen soll, to be honest. Ich glaube, ich werde zuerst einmal den Effekt baiten. Ich werde einmal den Effekt baiten.
Er kann den Effekt annullieren. Und dann kann ich mit Raigeki Clean House machen. Tempura? Beziehungsweise Clean House 69, nice! Beziehungsweise Clean House ist auch schwer, weil ich habe nicht wirklich Monster, um in die Offensive zu gehen. Ach so, ja, ich kann diesen machen. Das ist eine Möglichkeit. Ich kann den machen. Und jetzt kann ich Regeki machen. Weil es geht nur once per turn. Das heißt, dem seine Bratan sind jetzt zerstört, ja. Jetzt mache ich nochmal Summon Lila. Ich fühle die Linke. Es war Wabaku. Was kann ich machen? Ich weiß gar nicht. Ein Lichtmonster im Ring. Ist die Baroness, ist das Licht? Na, die ist Wind. Das bringt mir ja gar nichts. Der hat ja gar keine Lichtmonster. Bringt mir Nüsse. Das bringt mir Nüsse, da will ich einfach den Schaden reinhauen. Und die Frage ist, ob ich das lassen soll oder ob ich in einem Manphase. Ja, ich glaube, in dem Fall ist das vielleicht gar nicht blöd. Ich glaube, in dem Fall ist das vielleicht gar nicht blöd. Schauen wir mal. Weil ich kann damit meinen Friedhof auffüllen, also kann sein, dass das sogar Sinn ergibt. Schauen wir mal. Außerdem kriege ich dann den Wolf aus der Hand, der nervt mich sowieso. Schauen wir mal, was er da gesetzt hat. Okay, ja. War jetzt nicht worth it, aber egal. Ja, ich werde den Normal sammeln, ganz klar. Und ich werde natürlich mit 1,9 schauen, ob der. Zweimal pro Spielzeug, ja, leck mich. Oh mein Gott, ey. Was ist denn das? Ja, dann weg mit dem Viech, ey. Fuck it up. Hello? Wer ist denn jetzt am Zug? Ich, oder? Ja, the fuck. Kann ich irgendwas beschwören, was Sinn ergibt?
I ain't about that, aber jetzt habe ich den Albtraum-Ritter auch einmal. Ich habe dafür eine Rare 2 € gezahlt, IRL. Ich glaube, ich habe da zu viel gezahlt. Ich war einfach zu faul, meine Super Rare-Version zu suchen. Und habe einfach auf Card Market für 2 € eine Rare bestellt. What the fuck? Grimple. Bam, bam, bam. Oh. Aha, die Karte ist gar nicht schlecht, also der kann seine Stufe hin und her switchen. Interesting. Interesting to say the least. Auf jeden Fall interessant, ja. Es ist kein besonders starkes Deck, aber es ist ein interessantes Deck. Ich muss einmal aufhören, da ständig die Hand vom Mund zu haben. That ain't it, Chief. That ain't it. Oder er kann nicht mal weiterspielen, seriously? Bruder? Bruder? Bruder, Bruder. Oder seriously? Was ist mit dem? Kann sich der nicht entscheiden oder hat der Connect Issues? Was soll denn das? Was soll denn das? Muss ich mir jetzt da schon wieder Stories aus dem Arsch ziehen oder um die Zeit zu füllen? Ja, natürlich werde ich den Wind setzen. Natürlich. Bam. Bam, Bitch. Bam. Bam, bam, bam. Of course, of course. Of course. Was haltet ihr davon, dass FaZe die Antwerpen Major gewonnen hat? In CS. Fucking crazy dog. Ain't that fucking crazy? Oh mein Gott, Slowplay, Judge, Slowplay. Ach, komm. Der letzte, der sich über Slowplay aufregen kann, oder? Wenn ich ein neues Deck spiele, IRL, dann muss ich mal 10.000 Jahre die Karten durchlesen. Okay. Die Karte hat keine Protection, die ist einfach nur Sweeper. Sweeper? Also ich muss aufhören, gegen mein Mikro zu stoßen. So, thank God, man. Ich brauche eine Search-Karte. Chief, that ain't it. Nein, nein, nicht, aber Gott sei Dank ein verschwundener Wind. Karte ist einfach geil. Karte ist einfach geil, hey. Weg mit dem Viech. Weg mit dem Viech. Bam. Und mit dem Ruf der Gejagten kann ich mir
Geile Viecher holen. Geile Viecher. Putz, putz, putz. Geile Viecher, wobei ich gar nicht weiß, welches Viech am gescheitesten ist. Da, da. Schauen wir mal, was er für Synchro Plays macht. Oder wenn Yata Garasso jetzt legal ist in Master Duel, das wäre so lustig. Ich bin ja ehrlich gesagt ein bisschen zwider, dass sie Yata und Überläufer jetzt legal gemacht haben, weil ja, mach ruhig. Weil ich wollte mir die Karten eigentlich noch kaufen und jetzt sind sie sicher fucking teuer, wenn man sie schon wieder spielen kann. That fucking sucks, man. Wenn sie Pot of Greed zurückbringen, dann höre ich aber auf, Meta zu spielen, weil... That ain't it, Chief. That ain't it. Okay, du kriegst den Tag, cool. Ja. Aha, cool. Er kann mich nicht OTK'en, glaube ich. Na. Habe ich Regeki schon gespielt? Oh mein Gott. Nigga, I need destruction, man. Fuck. Fuck. Brother man. Wer kennt's von Place Boing den Remix? Remix. Oder Breaking Bad, so eine geile Serie. Ich bin ja oft einer, der irgendwie Mainstream-Serien dann weniger feiert, aber... Ding ist schon geil. Ich könnte jetzt spekulieren, dass ich ein Stufe 4er ziehe, dass ich Normals sammeln kann. Mit dem hat er schon angegriffen. FS2, let's go. Aber was muss ich sagen, also ich bin ja einer, der Mainstream-Serien dann oft eher weniger feiert, aber... Breaking Bad ist einfach geil, hey. Wie lang dauert dieses Duell schon? Ich spiele jetzt 20 Minuten ein Duell. Damn, son. Aber wie gesagt, Breaking Bad habe ich richtig durchgesuchtet, man. So richtig durchgesuchtet. Bruder, was ist denn das für ein Viech? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Jesus Christ. Are you fucking serious? Oh mein Gott. Ich
Ja, ich muss eine Ash Blossom setzen, damit ich nicht sterbe. Fucking Geilomat. Geilomat, man. Fuck me, dog. Wie Schaden nehme ich da? 1,7, 1,8, dann habe ich noch 2k ungefähr. Damn, Bro. We need cards for the clapback, dog. Ach, fuck. Nein, warum? Warum ist das feierliche Urteil gemildert? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. No way, Bruder, no way. Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, das war's. GG. GG Hadid. Ja. Der greift den an. 2-3. Ich meine, den Zug lebe ich noch. Aber. Search. Ja, was soll ich mehr holen? Es macht hier keinen Unterschied. Es macht nicht wirklich einen Unterschied, Bruder. It doesn't make a difference, dog. Ja, du kannst es annullieren oder nicht. Es ist wurscht. Es ist Wurst. Es ist einfach Wurst. Wurst, Wurst, Wurst. Bam. GG, ich würde gerne GG schreiben, aber es gibt keinen Ingame-Chat in diesem Spiel. Hat es nicht sogar in Master Duel einmal einen Ingame-Chat gegeben, oder verwechsel ich das jetzt mit Yu-Gi-Oh! Pro? Don't know, man. GG, GG. Ja, it do be like that. It do be like that. We live in a society. We live in a society, man. We do be living in a society, dog. Oh mein Gott, was ist denn das schon wieder für ein Starthand? Ja, komm. Endphase. Schauen wir mal, was er tut. Ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder fasziniert von den Starthänden. Was man alles als Starthand kriegen kann, ist a little bit crazy, dog. A little bit crazy, dog. Oder vielleicht auch crazy frog, who knows? Sakura. Ich gerade Sakura, da die Sakura sehe.
Ich habe von Lego jetzt gebaut diesen Bonsai Tree mit den hellpinken Dingen. Das ist extrem cute. Das ist wirklich ein gutes Set, kann man jedem nur empfehlen. Sag mal, was ist denn das für eine Stadt? Oh mein Gott, seriously. Wir bricken einfach beide. Wir bricken einfach beide wie Sau. Jesus Christ. Ja, ich bin ein bisschen eskaliert mit den Lego Purchases, Abi. Es fällt mir jetzt erst auf. Ich glaube, ich habe die letzten 2 Jahre so viel Lego gekauft wie mein ganzes Leben. Noch nicht. It's kinda crazy, dog. Also nicht zusammengerechnet, aber. It do be a little bit crazy. Ich versuche mich auch ein bisschen zu begrenzen. Also ich kaufe mir jetzt nicht Sets, die. Ich kaufe mir eh nur die Sets, wo ich weiß, okay, das bereue ich, wenn ich mir das nicht hole. Aber Lego war 2020, 2021, hat gute Sets gehabt. Vom Weltkelch auserwählt, motiviert von den Legenden über den Welthelden. Und auf der viel Liebe beauftragt. Was spielt der für ein Deck? Sorry. Was genau spielt der eigentlich? Ich hätte es echt gern gewusst. Ich hätte echt gern gewusst, dass der spielt, hey. God, are you fucking serious? Nochmal Summon Ecclesia. Ich mache einfach die Ding. Es ist am gescheitesten, nur dann kann ich meinen Gizme-Kakur verwenden. Kann ich die alte runterschmeißen. Und dann macht es auch Sinn. Dann macht das auch Sinn, man. Ich habe sogar einen Wolf, ja. Tja. Schau, ich könnte sogar noch eine machen, Lul. Aber ich kann irgendwas anderes machen. Was soll ich denn noch im Extra Deck? Ich kann noch einen Zeit die Wiederholer machen. Ich könnte auch eine Zeit die Wiederholer machen. Ich habe einfach das geilste Combo-Play gegen ein komplett underpowered Deck. Wie lustig ist das? Wie lustig ist das? Jetzt habe ich die geilste Combo-Hand. Nice. Nice shit, Bro. Let's go. Zeit die Wiederholer. Bam, bam, bam. Gehen wir mal mit 2K rein. Schauen wir mal, ob er was hat. Wenn er Spiegelkraft hat, dann God for him, aber ich glaub's nicht. Schauen wir mal, ob er den Clapback schafft. Ich find's geil. Aber ich glaube nicht, dass sein Deck gut genug ist.
Schauen wir mal. Yes, sir. Falle aufs Deck legen. Okay. Ja, Bruder. Wäre jetzt lustig, wenn er jetzt den kompletten Clapback starten wird. Das wäre irgendwie ein Meme. Vor allem so Phoenix Enforcer und alles Mögliche. Aber ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, ich persönlich. Endface, Endface, Endface. Endface. Yes. Monster, was ist, war Monster? Oh, Monster war Banishen. Normal Summon, Bam. Attack mit 257, let's go. Vielleicht kann er es aufhalten, vielleicht nicht, aber ich glaube eher nicht. Nein. GG. GG Hadid. Bam. GNP Olympics. Rank up, Master Sergeant, Super Sergeant. Bloody Scream. So real. Duk duk duk. Bloody Scream, so real. So, wir sind wieder bei unseren berühmten 30 Minuten. 30 Minuti. Das scheint jetzt irgendwie so der Standard zu sein. Für die Episoden. I don't know. I do not know. I do not know. So. Gut. Danke fürs Zusehen haben. Like, subscribe, smash that motherfucking like button. Let's go.